Mit dem sogenannten Five-Star Diamond Award, dem Oscar der Hotelbranche, wurde das Thermenhotel Ronach Rheinbad Kleinkirchheim ausgezeichnet. Unsere Dabei-Kollegen haben sich die Verleihung natürlich nicht entgehen lassen. Der nächste Termin führte uns ins Hotel Ronacher nach Bad Kleinkirchheim zur Verleihung des Five-Star Diamond Awards, dem Oscar der Hotellerie. It's based on hospitality, the way you receive. Bei diesem Preis geht es um Gastfreundschaft, die Art des Empfangs, Service, Benehmen der Mitarbeiter und so weiter. Auf das schauen wir. Cleanliness, these are the things we look at. 1949 hat Frank Sinatra das ins Leben gerufen, weil er immer Häuser wollte, wo er genau das bekam, was ihm gut tat. Und die haben das alles aufgeschrieben und das nächste Mal, wenn er kam, hat er es wiedergekriegt. Und das tun wir auch. Wenn Sie gerne Tomatensaft trinken, dann ist in Ihrer Minibar Tomatensaft. Wenn Sie gerne Wiener Schnitzel essen, fragen wir Sie bei der Anreise, möchten Sie heute wieder Wiener Schnitzel? Und da wir wissen, dass ganz, ganz wenige Hotels für die hervorragende Dienstleistung diese Auszeichnung bekommen, ist natürlich für Kärnten eine Riesenauszeichnung und Ehre. Die Laudatio hielt Oscar-Preisträger Maximilian Schell, der mittlerweile Stammgast des Hauses ist. Es war das schönste Aufenthalt für mich, den ich je in einem Hotel verbracht habe. Das ist ein perfektes Haus und zwar auf eine unaufdringliche Weise. Also es ist nicht so eine Perfektion mit Allüre und mit Gschisti-Gschasti, wie man so sagt, sondern es ist einfach nur perfekt. Da kommst rein. Da merkst du richtig, du lässt das, was du mitgeschleppt hast, bis zur Ortseinfahrt, das legst du jetzt da draußen irgendwo nieder und genießt es. Und da der ganze Wellnessbereich ist einfach traumhaft. Was war das schlimmste oder lustigste Hotelerlebnis während deines Urlaubs oder wo auch immer? Ich bin einmal in Zypern bei einer Thai-Massage von einem 1,95 Meter großen Bulgaren so malträtiert und verbogen worden, dass ich glaubte, ich muss dort sterben. Igor war sein Name und es war das schlimmste Massageerlebnis meines Lebens. Aber nachher war es gut.